Herzlich willkommen zurück hier auf Mabacher TV. Wir haben den 4. Advent 2014. Ich hoffe, ihr hattet heute einen schönen Sonntag und ihr habt euch schon den ganzen Tag, genau wie ich, auf die heutige Geschichte gefreut. Ich habe für euch Andis Weihnachtsüberraschung. Nun schauen wir, was Andis Überraschung ist. Der verlockende Duft von frisch gebackenen Keksen strömt ins Kinderzimmer. Augenblicklich springen Andi und seine kleine Schwester Franziska auf und stürmen in die Küche. Dort holt Mama gerade ein Blech mit Vanillekipferl aus dem Ofen. Mmh, riechen die fein, seufzt Andi. Die essen wir am heiligen Abend, wenn das Christkind kommt, erklärt ihm Mama. Die sie kommt heute, plappert Franziska aufgeregt. Nein, erst am Samstag, sagt Andi. Du musst also noch 5-mal schlafen. Oh, macht Franziska und will sich mit einem Kipferl trösten. Finger weg, schimpft die Mama. Wir sind noch viel zu heiß. Und wenn ihr jetzt schon alle aufesst, bleibt für Weihnachten nichts übrig. Tissi, ruft Franziska. Das heißt Christkind, verbessert Andi sie. Sag Christkind. Ich fürchte, das ist vergebliche Liebensmühe, Andi. Franziska kann doch noch nicht einmal ihren Namen sagen, seufzt Mama und wälzt die Kipferl in Staubzucker. Dann gibt sie mit einem Augenzwinkern doch jedem der Kinder eins. Und jetzt ab mit euch, geht bitte spielen. Als Andi mit seiner Schwester zurück in seinem Zimmer ist, fällt ihm ein, dass er etwas ganz Wichtiges vergessen hat. In der Familie gibt es einen Weihnachtsbrauch. Die Eltern bereiten für die Kinder und die Kinder für die Eltern eine Überraschung vor, zusätzlich zu den Geschenken des Christkinds. Voriges Jahr hat Papa für Franziska und Andi Palatschinken mit extra viel Marmelade und Schlagobers gemacht. Und Mama hat Andi ein Puzzle von seinem Lieblingspiratenschiff geschenkt. Andi hat in der Schule einen Weihnachtsengel für seine Eltern gebastelt, der Mama so gut gefallen hat, dass sie ihn sofort auf dem Christbaum gehängt hat. Aber dieses Jahr hat die Lehrerin nichts mit ihnen vorbereitet. Grübelnd sinkt Andi auf sein Bett. Wie soll ihm jetzt so schnell noch etwas einfallen? Mama könnte ihm sicher einen Tipp geben, aber dann wäre es ja keine Überraschung mehr. Und Papa, dessen Ideen sind immer so geheim, dass er sie oft selber nicht vor dem 24. Dezember weiß. Seufzend sieht Andi der bunten Lichterkette am Fenster beim Blinken zu. Dann kramt er in seinen Hosentaschen und hofft, dort noch ein bisschen Kleingeld zu finden. So könnte er für Mama wenigstens eine Tafel Schokolade kaufen. Doch die Taschen sind leer, bis auf einen abgerissenen Knopf und einen Stein. Immerhin, den könnte er bemalen und Papa für seinen Schreibtisch schenken. Obwohl, er streicht mit dem Finger über den glatte Oberfläche, ob er jemals wieder so einen schönen Stein für seine Sammlung finden wird. Egal, Papa wird sich freuen. Das ist die Hauptsache. Doch da bleibt immer noch Mama. Andis Blick fällt auf das Weihnachtsbuch, aus dem Mama ihnen gestern vorgelesen hat. Ein Gedicht vielleicht. Auswendig lernen ist zwar nicht Andis große Stärke, aber da muss er jetzt wohl durch. Er schlägt das Buch auf. Knecht Ruprecht blickt ihm entgegen. Andi nickt. Ja, warum nicht dieses? Ein Gedicht ist für ihn wie das andere. Und dann fängt er auch schon gleich an. Von draus vom Wald komme ich her. Ich muss euch sagen, es weihnachtet sehr. Anni, Manni, Wanni, Banni, singt Franziska, als Andi am nächsten Nachmittag
am Esstisch, dass er meine Hausaufgaben sitzt. Sei leise, ich muss rechnen, brummt er. Anni, Ami, Bilem. Ich heiße Andi. Du störst, gibt er ärgerlich zurück. Außerdem muss ich gleich noch das Gedicht weiter auswendig lernen. Plötzlich durchzuckt es ihn. Das ist die rettende Idee. Ich hab's. Das ist es, ruft er und springt auf. Komm her, Franziska. Du störst überhaupt nicht. Na, was hat Andi jetzt wohl vor? Seine Schwester sieht ihn verwundert an. Verschwörerisch legt Andi den Finger auf seine Lippen und schaut sich vorsichtig um, ob Mama in der Nähe ist. Dann flüstert er bedeutungsvoll. Franziska, wir zwei machen Mama eine Wahnsinns-Weihnachtsüberraschung. Und zwar eine, die so groß ist, dass ich mein Gedicht gleich wieder vergessen kann, denkt er bei sich. Allerdings musst du brav mitmachen, sonst geht es nicht. Franziska nickt so ernsthaft, als würde sie ihn verstehen. Andi nimmt sie an der Hand und zieht sie mit sich ins Kinderzimmer. Leise schließt er die Tür und setzt sich zu Franziska auf den Boden. Also, bis Weihnachten lernst du deinen Namen zu sagen. Und wir fangen jetzt gleich an zu üben. Du musst nur nachsagen, was ich vorspreche. Franziska. Na komm, jetzt du. Sag Franziska. Andi sieht seine Schwester erwartungsvoll an. Die klatscht lachend in die Hände und ruft, sehr gut. Das heißt, sehr gut. Und überhaupt, ich kann's ja schon. Du sollst es lernen. Also nochmal. Franziska. Sehr gut, ruft Franziska wieder und lacht und klatscht noch mehr als zuvor. Andi versucht es noch eine Weile, aber Franziska achtet immer weniger auf ihn. Er beschließt am nächsten Tag weiterzumachen. Ein bisschen Zeit bis Weihnachten bleibt ihnen ja noch. Und in der Zwischenzeit wird er das Gedicht vorsichtshalber lernen. Während der folgenden Tage verschwindet Andi immer wieder für einige Zeit mit seiner Schwester im Kinderzimmer und sagt ihr ihren Namen vor. Franziska lacht, klatscht und singt, aber ihren Namen wiederholt sie nie. Andi wird immer verzagter. Bald ist heiliger Abend und er will Mama doch so gerne eine besondere Freude bereiten. Warum sagt denn die Franziska immer sehr gut, wenn man sie ruft? Fragt ihn Papa einen Tag vor Weihnachten. Keine Ahnung, sagt Andi, setzt seine harmloseste Miene auf und zieht seine Schwester wieder in sein Zimmer. Du musst das jetzt endlich lernen, Franziska, sagt er dort zu ihr. Ich kann das blöde Gedicht inzwischen zwar eh auswendig, aber jetzt kommen außer Oma und Opa auf einmal auch noch Onkel Gustav und Tante Ernie. Und wenn Tante Ernie ihre strenge Miene aufsetzt, bringe ich garantiert kein Wort mehr heraus. Bitte, Franziska, du musst mir helfen. Wenn du deinen Namen sagen kannst, wird kein Mensch mehr auf mich achten. Und es sind doch auch nur 3 kleine Silben. Bitte sag Franziska. Franziska sieht ihren Bruder ernst an. Dann nickt sie, klemmt ihre Puppe unter den Arm und presst hervor. Fan. Andi wagt kaum zu atmen. Franziska holt neuerlich Luft und sagt strahlend: Sehr gut!
Das ist überhaupt nicht sehr gut. Das... Du bist so gemein, brüllt Andi. Du willst das nur nicht machen. Wütend rennt er hinaus in den Garten und wirft zornig Schneebälle auf den Nussbaum. Dann ist der heilige Abend da. Andi geht Franziska schon den ganzen Tag aus dem Weg. Andi, seine Schwester zupft ihm am Pullover. Geh weg, knurrt er sie an. Du bist schuld, dass ich heute das blöde Gedicht aufsagen muss. Komm spielen, Andi, bettelt Franziska. Doch Andi schüttelt stur den Kopf. Warte nur ab, bis du groß bist. Dann wirst du sehen, wie schrecklich es ist, ein Gedicht verdammte Ärmel aufzusagen. Ich werde sicher zittern und stottern. Und sobald sie mich ansieht, vergesse ich das Gedicht sowieso komplett. Und das alles nur wegen dir. Am Abend bei der Bescherung singen sie gemeinsam O Tannenbaum und Stille Nacht. Opa begleitet die Lieder am Klavier und Andi drückt sich dicht an Oma, als könnte sie ihn davor bewahren, gleich das Gedicht vortragen zu müssen. Selbst auf die Geschenke kann er sich nicht wirklich freuen. Dabei liegen diesmal besonders viele Päckchen unter dem Christbaum. Aber bevor es die gibt, werden erst einmal die Überraschungen ausgetauscht. Mit trockenem Hals gibt Andi Papa den Stein und wartet kaum, zu Mama zu hinüberzuschauen, weil er dann sofort an das Gedicht denkt, das er gleich aufsagen muss. Papa fällt natürlich auf, dass etwas mit ihm nicht stimmt. Was ist denn mit dir los, Andi? Du schaust schon den ganzen Tag so krantig drein. Nichts ist los. Wirklich nicht. Andi schüttelt tapfer den Kopf, schluckt, nimmt dann seinen ganzen Mut zusammen und tritt einen Schritt vor. Und für dich, Mama, er muss wieder schlucken, für dich habe ich das Gedicht von Knecht Ruprecht auswendig gelernt. Zitternd mit feuchten Händen beginnt Andi die ersten Zeilen aufzusagen. Doch plötzlich stockt er und bemerkt, wie Tante Erni ihn mit hochgezogenen Augenbrauen ansieht und vorwurfsvoll den Kopf schüttelt. Verzweifelt schaut er zur Mama. Sie lächelt ihn aufmunternd zu. Es wuchs mäuschenstill. Und in seinem Kopf ist nur noch eine weiße Wolke. Da schiebt auf einmal Franziska ihre Hand in seine. Sie sieht ihn an und sagt ganz langsam: Franziska. Andi ist fassungslos. Mama schaut ungläubig. Was hast du gerade gesagt? Sag das nochmal. Ja, nochmal, ermuntert Andi seine Schwester. Franziska, wiederholt sie brav, nun schon etwas schneller und grinst. Franziska, 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 jetzt kannst du es ja doch, ruft Andi und drückt ihr einen Kuss auf die Wange. Ich bin so stolz auf euch. Das ist das allerschönste Weihnachtsgeschenk, das ihr mir je machen konntet, sagt Mama und putzt sich gerührt die Nase. Das sind meine Enkel, ruft die Oma. Opa setzt sich ans Klavier und spielt einen Tutsch. Und sogar Onkel Gustav und Tante Erni klatschen begeistert in die Hände. Andi sieht Franziska glücklich an. Dann rufen beide wie auf ein Zeichen. Sehr gut! Das war die letzte Weihnachtsgeschichte für heuer, hier auf mabacher TV. Ich möchte mich bei euch allen bedanken fürs Zuschauen, fürs Liken der Videos und ich hoffe, euch haben sie wirklich alle gefallen. Jetzt wünsche ich euch ganz einfach ein wirklich schönes, besinnliches Weihnachtsfest. Vergesst nicht, Geschenke sind nicht alles,
Habt eine schöne Zeit. Lasst es euch gut gehen. Wir sehen uns bald wieder. Danke, Baba.